Hey Leute, wir sind wieder zurück hier im Gewölbe der Äonen in Remnant 2, weil mir das Spiel gesagt hat, hier geht's weiter irgendwie. Ich gucke jetzt mal kurz auf die Karte, wie es hier so ausschaut. Also ich vermute, ich muss hier einfach raus und dann rechts lang laufen irgendwie. Und dann werden wir schon irgendwie ein neues Gebiet entdecken oder einen neuen Dungeon. Was ich immer noch nicht weiß, ist, ob man hier diesen giftigen Nebel da irgendwie durchqueren kann. Wo man da sofort verseucht wird, wenn man da reinläuft. Und jetzt muss ich mal gucken, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ja, irgendwie nicht. Oder? Das ist irgendwie... Ich glaube, ich gehe mal links hier. Ich bin ja auch noch mit einer anderen Spielfigur hier unterwegs. Mist. In der Route. Bin da schon ziemlich weit. Eigentlich bin ich schon durch. Den habe ich jetzt übersehen. Er hat sich von hinten angeschlichen. Kommen wir irgendwie so hier aus dem Nichts, habe ich so das Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, bleibst du da? Genau, dann muss man hier immer irgendwie eine Panzerung von dem Typen abschießen. Ja, dann hopp von da ans Innere. Und wenn man schnell genug ist und nicht nachladen muss. Mein Gott, Leute. Ich schieße schon wieder so schlecht. So, lebt hier jetzt noch irgendwas? Da hinten ist noch einer. So. Gut, gut, gut. Ist es endlich vorbei? Genau, und mit meinem anderen Charakter habe ich nämlich hier lauter lustige Gewölbe gefunden. Oder Dungeons. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier andere Sachen finde. Und jede Menge Questgegenstände, von denen ich überhaupt nicht weiß, was ich damit machen muss. Es ist jedenfalls keine Hauptquest. Ich wollte gerade sagen, hier droppt mal Munition. Schnell mit. Ich aus Versehen doch noch sterbe. Ja, nu ist gut. Nu ist gut. Die sieht man auch bei diesem Nebel so schlecht hier. Schlechte Sicht. Ach, nochmal so ein Ding. Glaube ich. Ah. Das passt nicht mehr. So. Oh, hier hätte ich ja auch noch in die Tiefe fallen können. Habe ich auch noch Glück gehabt. Wie oft ich hier schon irgendwo runtergefallen bin in diesem Spiel. Das ist unglaublich. So. Was haben wir hier irgendwie? Sieht doch das ganz gut aus mit so einem Lämpchen hier. Sieht jedenfalls einladend aus. Wir gehen mal gucken. Hier, geh hin mal gucken. Au! Na? Ich gehe mal schauen, wo wir hier sind. Ups, nein. Sektor der Titanen sind wir jetzt. Aha, okay. Hier ist immer noch der Marker, dass ich da irgendwie hin muss. Also wahrscheinlich sind wir nicht da, wo wir hin sollen, aber es ist egal.
Wir gucken uns das hier an. Sektor der Titanen. Kommen irgendwelche Kabel hier aus? Aus dem Felsen raus. Und hier geht's nicht weiter, oder doch? Es muss ja hier auch noch irgendwo ein Simulacrum rumliegen. Ja. Ist schon wieder so schlecht. So. Und ich habe mit meiner anderen Spielfigur hier auch noch solche Pots gefunden. Also diese Kapseln hier geschlossen. Und wenn ich die dann angestupst habe, haben die angefangen zu piepsen. Also die waren beleuchtet. Also so wie so Arten quasi. Was macht der Hund? Was ist das da unten? War ich da schon mal? Sieht nicht so aus. Komme ich auch noch irgendwo hin. Okay, aber... Das ist mal eins nach dem anderen, weil sonst kriege ich das nicht mehr gebacken, was ich hier schon gemacht habe und was nicht. Deswegen gehe ich jetzt erstmal da hinten rein. Genau, und dann fangen die irgendwie an zu piepsen, diese Balken. Ist das hier ein abgestürztes Raumschiff? Ah, hier war ich schon mal, oder? Ja, hier war ich schon mal. Oh mein Gott. Ah, Gott, oh Gott. Das ist echt... Ein Kompass wäre sehr nice, dass man weiß, in welche Richtung man läuft. Ich meine, die Karte da oben ist ja ganz nett, aber es ist echt... Ich finde es schwierig, sich zu orientieren hier. Jetzt gehen wir mal hier unten rein. Hm. Oh, da ist was Lilanes da unten. Das möchte ich haben, aber ich glaube, da stürze ich mich in den Tod, wenn ich da runterhüpfe. Ich hoffe, ich komme da noch irgendwie anders hin. Gut, wir gucken mal hier. Da ist wieder eine verschlossene Türe, für die wir einen Schlüssel brauchen oder einfach nur auf den Knopf drücken müssen. Wir müssen einfach nur auf den Knopf drücken. Okay. Gut. Hinein. In den Aufzug und wir gucken. Wie das jetzt hier heißt. Ah, jetzt bin ich hier unten bei dem... Wieder Dings. Hätte mich ja auch gewundert, wenn hier nicht irgendwelche Gegner aus den Löchern gehüpft wären. Ach, jetzt laufe ich hier wieder durch diesen lila Matsch. Eine neue Eigenschaft freigeschaltet hier. Das ist eine neue Eigenschaft, eine neue... Schauen wir jetzt gleich mal, was ich hier gekriegt habe. Ich habe bekommen... Was ist das hier? 15% Nachladegeschwindigkeit nach einer Tötung. 3 Sekunden. Ah, okay. Und was habe ich hier sonst eigentlich noch? Zurück an den Absender. Wird ein Gegner durch Schaden gegen Schwachstellen oder kritische Treffer getötet, wird die abgeworfene Munition um 25% erhöht. Oh, nice. Ich habe mir das noch gar nicht so näher angeguckt, muss ich sagen. Shame on me. So, und was haben wir jetzt hier? Einen Stasiskern. Also... Ich vermute ja, dass ich hier wieder
in komplett andere Gefilde vordringe, als ich mit meiner anderen Spielfigur hier habe. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Da geht doch noch irgendwie ein Ding hier runter. Nee, da komme ich aber... Nee, das ist einfach nur so eine Ausbuchtung. Okay, mehr gibt's hier nicht. Weil ich sammle hier ganz andere Quest-Gegenstände als bei meinem ersten Durchlauf. Also ich bin schon gespannt, wo mich das hinführt. Vielleicht auch zu einem anderen Endboss hier in diesem Gebiet. Oder zum anderen Gebietsboss, besser gesagt. Boah. So, ich bin mir nicht mit meiner anderen Spielfigur schon bei einem Gebietsboss vorbeigelaufen. Oder besser gesagt, hab den schon erledigt. War ziemlich nervig, aber war ganz okay. Jetzt muss ich gleich wieder husten oder komme hier nicht weiter? Nee, doch. Ich bin überrascht. Aber hier geht's nicht weiter, okay. Ja, ist ja schon gut. So. Was ist denn das hier? Ein Loch? Eine Höhle? Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Komm raus hier. So, nochmal auf die Karte gucken. Jetzt gucke ich mal, was ich da gefunden habe. Herstellungsmaterial. Stasiskern. Ich habe auch noch Herstellungsmaterial, wo ich gar nicht weiß, für was ich das brauche. Also jetzt nicht hier, das weiß ich schon. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt ein Questgegenstand gewesen. Ah, so kann man sich irren. Naja, gut. Oh Mann, ist das hier nur eine verseuchte Gegend? Was ist denn das hier? Eine unwirtliche Gegend. Klettern wir hier mal oben drauf. Das hätte ich beinahe gesagt, um mal zu gucken, wo was ist, um eine bessere Aussicht zu haben, aber man sieht hier ja nichts. Ja, wie viele von euch fliegen denn hier noch rum? Erledigt. Neues Relikt erhalten.
Um die Relikte habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so viel gekümmert, weil ich das Gefühl habe, die bringen nicht so wahnsinnig viel. War ich jetzt hier schon? Oder da vorne mal rechts abbiegen. Hier irgendwo mal gucken, wo wir hier hinkommen. Die haben ja immer nur so minimale Boosts für irgendwas. Oh mein Gott. Einen Eigenschaftspunkt müsste ich hier nochmal irgendwie verballern. Tot. Macht schon wieder so einer. Oh Gott. Das ist nicht gut. Kommen sie aber wieder von allen Seiten hier. Ja, haben wir es jetzt? Ein bisschen heilen. Ich hätte am Checkpunkt vorbeischauen sollen. Da vorne ist ein Checkpunkt, da war ich aber auch schon. Dann gehen wir hier nochmal. Hier lang. Aber hier, glaube ich, geht es nicht lang, oder? Ich sehe wieder nichts. Es geht los. Los, ja, hier geht's immer los. Kaum gucke ich um eine Ecke. Ja, da oben ist schon wieder einer. Und ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da ist schon wieder einer. Wie viele sind denn hier von diesen Dingern? Ja. Hier, die fallen mir noch in den Rücken hier. Unangenehm. So. So. Was machen wir mit dem hier? Heilen. Meine Güte, hier hat man aber auch nie seine Ruhe. So, den habe ich den jetzt nicht aufgesammelt. So. Okay. Waren wir hier schon drin? Ja, hier waren wir schon drin. Hä?
bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt, wo wir hin müssen. Ich sterbe gleich, aber ich wollte ja sowieso zu einem Checkpoint zurück. Oh, wer bist du denn hier? Oh Gott. Oh, ich habe keine Ahnung. Oh. Kein Platz mehr. So, erstmal hier rein. Ich flüchte mich jetzt einfach mal hier rein. Wir sollen ja diesem einen Typen da irgendwie zwei Schlüssel bringen oder so, aber ich habe ja noch nicht mal einen gefunden, meine ich. Das ist hier irgendwie so ein bisschen... So, kann ich aufmachen? Ich gehe jetzt aber erstmal hier an den Checkpunkt und guck mal. Oder ich habe einen von diesen Dungeons noch nicht genau durchsucht und habe da einfach was übersehen. Das kann natürlich auch sein. Da überall noch mal durchlaufen. Oh Mann. So, vergessenes Gefängnis. Also Gewölbe der Äonen. Und wir sind jetzt... Du bist hier. Vergessenes Gefängnis. Ja. Ich mach mal hier erstmal meinen Eigenschaftspunkt. Schaden. Wir nehmen mal Vitalität. Dann habe ich die... ganz aufgelevelt. So. Finde die Seelenfunken. Lass mich nicht warten. Ja, Seelenfunken. Was für Seelenfunken? Hab ich nicht, oder? Ah, der spricht in Rätseln. Quest. Seelenfunken. Dann gucken wir noch mal, ob wir hier irgendwie was sehen. Ich vermute ja, dass hier irgendwie noch was ist. Sind noch ein bisschen zu wenige. Ich gehe noch mal hier hin. Abgrundtiefer Riss. Da gehen wir jetzt noch mal hin und gucken noch mal. Ansonsten muss ich noch mal durch alle Gewölbe laufen und gucken, was genau ich da übersehen habe. Also gut, dann kommt her und holt es euch. Oh, halt, ich wollte eine Karte. Genau, dann gehen wir jetzt mal hier so
Nach rechts kann man gar nicht. Hm. Waren wir da schon drin? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal zu diesem... zu dem da. Genau. Haben wir was Neues. So. Hier ist es auch nicht ganz so neblig. Zum Glück ertrinkt man hier nicht. Wapp. Mein Gott, wie viele kommen da aus dem Sand? Das ist irgendwie wieder etwas unübersichtlich. Unübersichtlich. Zum Glück machen die jetzt nicht so viel Schaden. Das ist ja auch ein Gebiet auf der Stufe 7. Noch nicht so hoch. Meine Tasche ist voll. Wow. Meine Schatzkiste. Die Dinger. So. Schatzkiste. Obwohl ich so Verbrauchsgegenstände hier eigentlich kaum benutze, vielleicht würde mir das Leben mal einfacher machen. Aber irgendwie denke ich da nie dran und ich habe genug zu tun, mich hier meiner Haut zu wehren. Kann er nicht noch irgendwelche tollen Mittelchen einnehmen? Oh, da war jetzt noch hier irgendwie was oben gelegen. So, ich komme schon wieder vom Weg ab. Ich merke das schon. Jetzt nicht hoch. Die hören ja, die spawnen unendlich, oder? Das ist nur Munition. Gut, jetzt gehen wir mal da rein. Schauen uns da drin mal um. Hier gehen wir nicht lang. Haben wir hier zwei Eingänge? Hier irgendwo rein, da geht's rein und... Ach, da ist wieder so ein Ding, was ich unsichtbar mache. Ah. Wo ist es? Da. Also hier rein und da vorne geht es aber auch gerade noch. Hey Leute, ihr kostet mich ganz schön Munition hier. Das ist ja... Und hier geht es auch rein. Also haben wir jetzt hier zwei Eingänge sozusagen. Uh...
Wir gucken mal zuerst hier rein. Das sieht gut aus. Da steht jemand. Hello? Wie unerwartet. Nerut hat Äonen damit verbracht, nach Leben zu suchen. Doch ausgerechnet jetzt kommst du von ganz alleine nach Nerut. Ich möchte vieles wissen. Aber es gibt eine dringendere Aufgabe. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin der Bewahrer, der von den Drysir eingesetzt wurde, um sich um Nerut zu kümmern. Eine Aufgabe bleibt mir noch. Aber ein Hindernis steht mir im Weg. Ich glaube, du könntest die Lösung für dieses Hindernis sein. Ah nee, also ich soll wieder irgendwas das erledigen Hindernis hier. Ist als Tal Ratar bekannt. Tal Ratar, ja er klar. Er besitzt das Wissen, das ich benötige, um Nerut und die Überreste der Drysir zu retten. Gegen alle Vernunft widersetzt er sich dem, was ich zu tun versuche. Ich kann ohne ihn nicht handeln, aber ich muss handeln. Du musst ihn finden, sein Echo extrahieren und es mir bringen. Leider gibt es nur einen Weg. Du musst Tal Ratar beseitigen. Es gibt keinen anderen Weg. Er hat sein Leben allen anderen vorgezogen und mich zu einer schwierigen Entscheidung gezwungen. Leider kann ich ihn nicht erreichen. Nur du kannst das. Um Nerut zu retten, musst du sein Leben beenden und das Echo seines Geistes entnehmen. Ah, mein Gott. Tal Ratar hält sich in seiner Kammer eingesperrt. Das Einzige, was er hat, ist sein Glutstaub. Dieser hält ihn am Leben. Dann wird dir das helfen. Es ist vergiftet. Nicht stark genug, um die Aufgabe zu erledigen, aber es sollte ihn so weit schwächen, dass es leichter wird. Er muss es nur zu sich nehmen. Wie? Ich werde so gut ich kann... Um das Schiff zu steuern. Ich habe bereits Zugriff auf den Kern von Nerut, aber ich benötige noch mehr Informationen, um das Schiff sicher an seinen Bestimmungsort springen zu lassen. Hinein in Alepsis Taura. Das ist das Einzige, was noch getan. Wenn ich ohne die benötigten Navigationsdaten in Alepsis Taura hineinspringe, wird Nerut sicher untergehen. Wenn ich nicht springe, wird es letztlich sowieso. Es ist ein supermassereiches schwarzes Loch. So etwas haben wir noch nie gesehen. Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber meine Berechnungen sind fehlerfrei. Das ist die einzige... Es gibt keinen Grund zur Sorge. Nerut war bereits... Du wirst Tal Ratar in seiner Kammer finden. Allein sein Echo ist wichtig. Also, okay, gut. Ja, oder nicht gut. Wir sollen für den jetzt wieder irgendjemanden töten hier. Tal Ratar, wie auch immer das ist. Und wir haben jetzt irgendwas bekommen. Das da. Verwenden, um die Kapsel auszurüsten, die durch Feuerdrücken geworfen werden können. Die Kapsel explodiert nach 2 Sekunden. Was die psionischen Fähigkeiten von langjährigen Glutstaubnutzern verringert. Okay, dann tun wir das mal rein. Ich weiß nicht, ob ich es verwende, weil wie gesagt, ich bin... Habe ich es jetzt... Ich will das dazu... Habe ich es jetzt zugewiesen? Ja, okay. Ja, mit den Verbrauchsgegenständen. Das sieht nicht gut aus. Bin ich jetzt im Moment nicht so. Schauen wir mal, wo geht's denn hier? Da geht's auch noch weiter. Ah, da hinten ist ein. Da, wo dieser Turm ist. Da geht's auch noch irgendwohin. Aber da bin ich ja hergekommen. Aber da geht's nach oben rauf. Okay. Gut. Ja. Leute, ich will nur nach vorne rein. Ich will überhaupt nichts von euch. So, hier geht's lang.
komm schon. Ich weiß ja nicht, ob ich hier richtig bin. Ich vermute es aber mal. Ah, da war noch ein Schild. Nützt ihm aber nichts. So. Komm, einem ja dann hinterhergelaufen, wenn es ist. Ah. Ist hier alles erledigt. Also hier gibt es jetzt wieder einen Lift. Ja, dann schauen wir uns hier aber nochmal um, bevor wir da runterfahren. Das scheint mir aber auch nur so ein bisschen Gelände außenrum zu sein und keine neuen Kammern oder so. Ja gut, dann gehen wir hier mal rein in die gute Stube und gucken mal, wo uns das hier hinbringt. Das sind keine Türen, oder? Nee. Schon irgendwie tempelmäßig hier. Aber dann wird der wahrscheinlich hier der Boss des Gebiets sein. Turm der Ungesehenen. Aber da bin ich ja immer noch nicht weiter mit meiner Hauptquest hier. Oder ist das alles irgendwie verbunden? Turm der Ungesehenen hatte ich noch nicht. Ah, das sieht mir wieder wie ein Labyrinth aus. Was ist da draußen los? Gibt's irgendwie ein irgendwie nicht. Kann man irgendwie nicht ausschalten, diesen. Sie kann. Diesen Strahl. So. Ein bisschen Metall und Eisen. Ach, der arme Hund. Ich heil dich mal. Hätt's da nicht so vorlaufen müssen. So. Diese Energiebälle, die da schießen, die sind nämlich ziemlich unangenehm. Hier geht's nicht weiter, auch nicht nach unten. Wow. Aber eine gute Aussicht. So. Hier kann man jetzt rein. Jo, ganz hübsch. Gott sei Dank sind die nicht so stark. Auch wenn das hier Level 11 ist, ist das noch okay, finde ich.
weiß gar nicht, was für ein Level meine Waffe jetzt gerade hat. Gucken. 8. Okay. Ist übrigens immer noch die Anfangswaffe. Ich finde, damit kommt man gut durchs Spiel. Finde die jetzt gar nicht so schlecht. Ich habe gesehen, dass es jetzt jede Menge Guides gibt, wie man overpowered ist und welche Waffen man nehmen sollte und keine Ahnung, pipapo und welche Rüstungen. Ey, ich laufe immer noch mit dem Anfangskrempel rum. Weiß ja nicht, wenn man hier den Apokalypse-Modus oder sowas spielt. Aber mit dem ganzen normalen Überlebensmodus sehe ich hier im Moment gar keine Notwendigkeit, Wunder wie was aufleveln zu müssen. Oder irgendwelche besondere Ausrüstung mir zusammen rahmen zu müssen. Das passt nicht mehr. So. Wohin des Wegs? Ring der Defensivaktion. Ring der Defensivaktion. Was haben wir denn da? Während des Nachladens und 3 Sekunden lang danach wird eingehender Schaden um 10% verringert. Oh. Aber nicht schlecht. Kann ich da rüberspringen? Das ist auch so ein Gebiet, was nicht auf der Karte verzeichnet ist hier. Wo ist die Karte? Und da ist manchmal irgendwie tolles Zeug drin, aber ich glaube nicht, dass ich darüber springen kann, ganz ehrlich. Lass ich jetzt erstmal, vielleicht komme ich da von oben irgendwo. Darunter vielleicht. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist auch ziemlich weit runter zum Oh, da werden. Ah. Da fahren wir jetzt gleich nochmal runter, Leute. Das möchte ich ja jetzt sehen hier. Wo war denn das hier? Langsam. Mist. Nochmal. Super. Oh Gott. Ah, jetzt war ich... Ich dachte, ich könnte da an die Wand laufen, aber... Falle ich da runter? Super. Ganz toll gemacht. Ich sehe schon, wir schaffen es in dieser Folge nicht zum Boss hier. Dafür habe ich zu viel Erkundungsarbeit hier in den Gegenden gemacht. So, jetzt gucken wir aber hier nochmal. Muss schneller sein. Ja. Okay. So, finde ich hier ein schwacher Erholungsring. Schwacher Erholungsring.
Das Töten eines Gegners stellt 5% der maximalen Gesundheit über 5 Sekunden wieder her. Zusätzlich Tötungen erhöhen die Dauer um 5 Sekunden, maximal 30 Sekunden. Auch nice. Okay. Ich glaube, meine Ringe muss ich dann auch mal wieder neu sortieren. Hier nochmal. Ist nochmal ein Aufzug. Wo kommen wir denn da hin? Auch in irgendwo. Ein Gebiet. Wahrscheinlich können wir da jetzt runterspringen, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Da springen wir jetzt nur wieder zum Aufzug zurück. Aber immerhin gibt es eine Kiste. Feuerschaden plus 3. Habe ich Feuerschaden ausgerüstet hier bei meiner Waffe? Achso, nee, das macht man ja hier. Bei dem hier. Sorte. Schauen wir mal, Feuerschaden. Fernschaden. Oder war das Fernschaden? Kritischer Fernschaden. Habe ich mich verlesen? Feuerrate im Fernkampf. Hm. Egal. Da will ich jetzt nicht zu lang drin rumgucken. So, das war das, wo wir das eben hier gesehen haben, oder? Okay. Gut. Haben wir ein kleines geheimes Gebiet entdeckt. So, jetzt gucke ich aber nochmal. Wir sind ja dann hier nach oben. Ugh, nach oben gefahren. Genau. Ich schau mal, dass wir jetzt hier einen Checkpunkt erreichen, an dem wir dann wieder weitermachen können. So, diesmal ohne aussteigen. Ich habe ja auch erfahren, dass es hier so scheinbare Wände gibt oder die man durchrollen, durchspringen oder durchlaufen kann irgendwie. Ich habe jedenfalls noch keine gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es hier in Nerut gibt oder irgendwo anders. Aber es soll welche geben. Oben liegt wieder ein blaues Item. Oh. Ja. Zum Glück sagen, dass die nicht so stark sind. So. Ich hätte jetzt ganz gerne mal irgendwo einen Checkpunkt. Wäre echt nice. Wow. Oh Gott. Hat der mich jetzt erwischt? Ach nee, da sind noch mehr. Ah. Und der hat so kleine Drohnen. Das ist ja...
mich. Oh Mann. Land gewinnen hier. Und der hat dann auch noch ein Schutzschild. Das ist ja doof. Mal wieder neue Munition hier. Da unten ist auch noch eine Kiste. So, hier oben habe ich aber auch noch irgendwas. Ich habe hier irgendwas Neues bekommen. Was habe ich denn bekommen? Eine Eigenschaft? Nee. Hier was Neues bekommen? Ah, hier. Beim Verwenden eines Relikts verlängert die Dauer aller aktiven Jägerfähigkeiten um 5 Sekunden. Okay, gut. Das da hinten nehmen wir auch noch mit. Ja, jetzt hätte ich gerne, wie gesagt, einen Checkpunkt. Traue ich mich auch nicht runterspringen. Jetzt nochmal kurz hier rausgucken. Aber ich glaube, hier sind wir ja hergekommen. Nee, sind wir nicht. Ach, da unten geht's weiter und da oben geht's weiter. Simulacrum fehlt mir ja auch immer noch. Ich möchte jetzt hier nicht sterben, ganz ehrlich. Da finde ich ja nie wieder hin. Das heißt, ich finde da schon wieder hin, aber... Meine Tasche ist voll. Nice to hear. Ah, da vorne ist ein Checkpunkt. Gut. Dann laufen wir jetzt da kurz mal hin. Hatte ich hier nicht irgendwas Blaues noch gesehen oder waren das einfach nur die Lämpchen da? Oder warst du das? Gut, nee, ich denke, ich mache hier erstmal eine Pause. Hier gibt es auch noch einen Aufzug. Das will ich jetzt doch noch angucken. Moment. Das schauen wir uns jetzt noch an hier. So viel Zeit muss sein. So. Kann ich da einfach runterspringen oder bin ich dann tot? Oder muss ich die in meinem Aufzug fahren? Ich schau mal. Upsi. Jetzt fährt er wahrscheinlich nach oben und nicht nach unten, oder? Ah, doch. Aber wahrscheinlich fährt er jetzt nicht dahin, wo ich hin wollte. Ah. Ich wollte zu diesem Item.
Brauche ich wieder einen Schlüssel? Hab ich nicht. Mist. Okay. Dann versuche ich doch mal hier runter zu springen. Okay. Again what learned. Da können wir nicht runterspringen. Dann suchen wir uns, glaube ich, im nächsten Teil einen Weg darunter. Hier gibt es zig Aufzüge. Wahrscheinlich muss ich da außen rum und da oben rüber. Egal. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.